Spiel, Jungs, ist ja irgendwie für mich die Abgründe in Menschen. Gewagter Opener, ne? Haben wir uns überlegt, ne? Ist halt cool, wie das losgeht, so, ne? So mit dem Anfang und sowas. Und nur mit Vocals erstmal. Schön auf Deutsch. Ja. Ich find's ja immer gut, sowas. Finden wir auch gut. Ja. Kam die Idee, als wir den Babadook-Film mal geguckt haben zusammen? Oder war das vorher? Ja, ich glaube schon ein bisschen vorher, aber genau da. Der Film war ziemlich beeindruckend. Ist ja immer cool, wenn man Geschichten hat, die so das Schubladendenken erfüllen. Man schaut so die Geschichte, man denkt, ja klar, so sind die Fakten, so läuft das. Und in der Mitte des Films merkt man, oh krass, wir wurden voll aufs falsche Gleis geführt. Also es ist vollkommen anders. Du hast jedes Vorurteil bedient. Und das finde ich so reizvoll an der Geschichte. Und deswegen hat es so Spaß gemacht, dass das so in einem Kinderbuch präsentiert wurde und einem so der Spiegel vorgehalten wird, so ein bisschen. Ne? Mhm. So nicht so vorschnell zu urteilen und die Dinge vielleicht anders wahrzunehmen. Ja, du hast auch, glaube ich, so diese in dem Musikalischen irgendwo auch so diese Gemeinheit erkannt des Liedes. Es klingt ja so ein bisschen. Ja. Es hat so was Hämisches. Ja, so, auf jeden ne? Fall. Und dann haben wir diesen Film gesehen, Der Babadook. Und dachten, das passt wunderbar dazu, den Text so zu münzen. Der Song an sich startet mit dieser A Cappella-Geschichte, haben tatsächlich auch wir drei gesungen. Simons Gesangsdebüt auf dem Album. Ja. Gleich ganz am Anfang. Und viele Counterpoint-Vocals, ähnlich wie bei Stocksbeard und Co. Mhm. Großer Refrain, also cooler Song. Auf jeden Fall, ist richtig cool geworden so. Wobei das einer der Songs war, wo wir echt noch nicht so richtig wussten, in welche Richtung der gehen soll. Ne? Also eigentlich so die ursprüngliche Vorstellung war eher, dass er nicht so krass nach vorne geht, ein bisschen atmosphärischer ist, ein bisschen minimalistischer. Und dann ist er letztendlich doch so, ja, doch einer der lauteren, einer der heftigeren Songs geworden irgendwie. Aber was auch so mit der Atmosphäre doch ganz gut zusammenpasst und sich so jetzt als Opener einfach sehr, sehr gut eignet. So, ja. Ja, und sprachlich, ne, bot sich das jetzt dann für diese Art Sprache auch so sehr an, das so zu schreiben. Ich glaube, ich habe 35 Minuten gebraucht für den Text. Das ging flott. Ja, das ist richtig. Schrieb sich so in einem Flow runter und natürlich noch ein paar kleine Verbesserungen. Komplizierter war es dann nachher, den Text auf diese A Cappella-Intro-Geschichte zu machen, dass man Wörter findet, die auf diese Melodie-Phonetik passten. Das war schwieriger tatsächlich. Das hat viel länger gedauert als der ganze Text. Aber viel Spaß gemacht. Ja, super cooler Song. Und besonders schön war, als wir uns dann auch so vorgestellt haben, dass du das dann mitsingst, ne? Dass das dann auch live wirklich so da sein kann. Da haben wir uns ja besonders drüber gefreut, dass du dich darauf einlässt. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Macht Spaß. Ja. Definitiv. Genau. The battle with myself breaks out in me. I'm not too weak to read to disagree. Beast is Lurking, der zweite Song. Schlägt so ein bisschen in stilistisch in eine ähnliche Ecke, so, ne? Die beiden Songs und diese Ähnlichkeit so von. War der erste Song, den ich so demomäßig gehört habe von den neuen. Und dachte so, okay, krass, das geht in eine andere Richtung als alles, was wir so bis jetzt gemacht hatten. So. Und ich hatte ja, ich glaube, ich hatte euch Agent Fresco gezeigt vor ein paar Jahren. Ne? Ja. Dann dachte ich so, ja, okay, krass. Also man merkt jetzt so langsam so den Einfluss, den eventuell ich auch so auf die Band habe. Ja. Ja, ganz cool. Also irgendwie hatte ich auch bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich gehört, so einen akustischen Stil mit dem Genre, das ist irgendwie so in diese Alternative Progressive Metal Richtung teilweise sogar geht, aber halt in diesem Soundgewand, finde ich sehr spannend. Und hatte dann natürlich direkt auch mega viele Ideen für die Percussions einfach. Ja. Haben ja auch schnell dann das Video schon gedreht, schon vorproduziert.
Und ich finde, das ist, ja, es ist gelungen. Also es macht einem selber Spaß. Das hat man ja nicht immer, dass man irgendwie denkt, ja, doch. Das möchte ich jetzt eigentlich auch unbedingt in die Welt tragen und mal gucken, was die dazu sagen. Ne? Aber das hatten wir konnten es eigentlich gar nicht erwarten. Ne? Mhm. So jetzt zu sagen, ja, wir wollen das jetzt auch live spielen. Mhm. Wir wollen dahin. Sehr cool. Ja, songtextlich natürlich ein Song, der, man hat ja dieses schöne Denken, dass es die guten und die bösen Menschen gibt und die guten sind nur gut und die schlechten sind nur schlecht. Das wäre ja total toll, wenn das so wäre. Und ich finde viel spannender zu sagen, okay, wir haben ja alle dieses böse Monster in uns und welchen Preis gibt es denn dafür, das loszulassen? Und so ist der Songtext einfach entstanden. Lars einen ganz fantastischen Rickenbacker-Bass gespielt. Wahnsinnig toll, wie akustische Gitarre mit diesem doch etwas aggressiver klingenden Bass so harmonierte. Das fand ich richtig, richtig cool. Und auch Matze hat tatsächlich am Ende des Songs auch ein bisschen so den bösen Devil geschautet. Ja, ich glaube, als ich ihm das schonend beigebracht habe, dass ich irgendwie möchte, dass das beides da ist. Ne? Lieblicher Gesang und das böse Monster. Hat er gesagt, meinst du? Und Martin sagte auch, meinst du? Ich war skeptisch. Und wir beide waren gleich so, ja, das darf so sein. Das wollen wir jetzt mal. Mhm. Und insofern hört ihr da das Monster. Ja. Und auch ein Song, den wir wirklich klassisch aufs Band-Setup gesetzt haben, ohne großartige musikalische Zusatzgäste, ähnlich wie auch bei Nur ein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, Soulmate. Ein Song über Freundschaft, ne? Ja. Wieder so eine schöne, leichte Melodie, die du dir ausgedacht hast. Und ich finde, bei dieser Art von Songs, da möchte man gern was Positives schreiben. Und es war mal überfällig, über diese wunderbaren Menschen zu schreiben, die zum Leben gehören, die einen lange begleiten. Und die ja eigentlich, für mich ist das immer ausgewählte Familie, somit habe ich den Song meiner liebsten Jenny gewidmet und ja, deswegen heißt der Soulmate, ne? Also mehr muss man zum Text, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Musikalisch legt es deutlicher in die Country-Ecke, Country-Folk, was wir ja sehr lieben, nach doch eigentlich zwei relativ kraftvoll düster angehauchten Akustik-Songs am Anfang, jetzt doch wirklich doch der etwas stärkere Bruch in wirklich diese positive Energie. Und dass dieser Song sich mal so eine positive Ausstrahlung kriegt, sowohl vom Text als auch von den Melodien und von den ganzen Elementen, die noch dazu gekommen sind, hätte ich nie gedacht. Und das macht ganz viel Freude tatsächlich so, den Song auch so zu hören. Neben Lars und Simon diesmal auch das erste Mal dann Jens Komnik auf diesem Album dann zu hören, der wieder Pipes und sogar einen kleinen Ausschnitt der Gitarre hinzugesteuert hat, ohne, einfach so, er sagte dann irgendwie, er konnte es sich nicht verkneifen, etwas Gitarre dazu zu spielen zu der einen Sektion, und das hat diesen Zwischenteil nochmal eine ganz andere Not gegeben. Und auch Steve Unruh von Unitopia und vielen aus der Proc-Szene, auch aus unterschiedlichen Formationen, als Multi-Instrumentalist bekannt, hat eine ganz fantastische Country-Fiddle, eine Geige dazu gespielt. Und auch, dass das so cool wird und wenn man das so wachsen sieht, das ist also ganz, ganz toll. Sicherlich, wenn man sich so sagen müsste, was sind so die Lieblingssongs auf dem Album, gehört da definitiv auch so mit in die erste Hälfte, obwohl mir eigentlich alle gefallen. Ja. Ja, was ich da ganz cool fand, war, du hast irgendwann mal, als wir an der Produktion des Songs waren, hast du mal so einen Screenshot gemacht von den ganzen unterschiedlichen Takten. Ja. Gerade von dieser Instrumentalsektion da. Und das ist ja wirklich komplett. Also im Grunde so Taktsalat, ne? Also so viel. Wirklich komplett Kauderwelsch, wenn man das einfach nur sieht. Aber das Coole ist, der Song float die ganze Zeit. Es wirkt gar nicht so, ne? So. Es wirkt überhaupt gar nicht so. Ich dachte auch erst so, okay, das wird wahrscheinlich schwer, das zu lernen. Aber es war eigentlich, hat alles direkt so total Sinn ergeben, irgendwie. Man konnte das so richtig schön im Flow
Also ist sogar relativ tanzbar irgendwie, ne? Obwohl das... Ja, es ist um fünf Viertel oder fünf Achtel, je nachdem, wie man zählt. Ja, immer die ganze... So Basistakt der Strophen. Genau, da kann man dann nicht mehr tanzen. Na, vielleicht dürft ihr jetzt noch auf ein Tanzvideo der beiden Herren darauf hoffen, so als Special Feature für die neue CD. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommis, genau. Ich werde neue Profile anlegen, nur damit ich das mache. Ich freue mich schon von Herzen. Also der wird auch, das wird auch, glaube ich, ein Song, der wird auch live sicherlich sehr viel Spaß machen. Mal gucken. Soulmate. Soulmate, ja. Viel auch auf Gesang natürlich ausgelegt. Irgendwie der Chorus ist schön, nach schön großen Hook gehalten. Viel auch Satzgesang haben wir uns für entschieden bei dem Song. Auch viel Matze, Melli, Martin Satzgesang sehr vordergründig zu haben. Doch, irgendwie ist rundum auch wirklich eine sehr, sehr lebensbejahende Nummer geworden. Ja. Ja. Zur Abwechslung mal. Ja, machen wir ja sonst nie, ne?